Hallo, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag um 8, glaube ich. Und ja, ich habe hier genau eine Minute nach 8. Ich habe mein erstes Vlog-Update für euch und ja, heute ist schon Freitag. Hat zwei Gründe, warum ich jetzt filme. Na, eigentlich drei. Der erste Grund ist, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe total wenig diese Woche gelesen und ja, hatte irgendwie nie so das Gefühl, so jetzt möchtest du mal darüber reden, weil es war so wenig. Und ja, dann war ich auch ein bisschen filmfaul, also so ein bisschen lustlos, ne? Und wie die Shari, ich glaube, gestern oder vorgestern schon in einem Video gesagt hat, wenn man lustlos ist, dann filmt man halt nicht, ne? Und ich denke, das ist auch keine falsche Möglichkeit, diese ganze Geschichte anzugehen. Und ja, der dritte Grund ist, dass ich heute am Freitag frei habe. Zum Glück hat sich das so ergeben und ich heute einen Marathon machen möchte. Mehr dazu dann am Ende des Videos und ich deswegen heute noch ein bisschen die Seiten rocken will. Ja. So, und deswegen dachte ich, kann ich genauso gut auch am Freitag noch fix filmen, was bis jetzt passiert ist oder eben nicht passiert ist. Und morgen kommt dann das Final Update mit allem, was heute passiert ist. So, erstmal, ein Grund, warum ich, denke ich mal, recht wenig gelesen habe, ist, dass ich am Wochenende Besuch hatte von der Steffi, der Lady of the Books. Und wir haben uns ein richtig schönes Wochenende gemacht. Wir waren bei IKEA shoppen richtig lange. Und haben auch ganz viel gequatscht und waren noch beim Griechen essen und haben noch mehr gequatscht. Und am Sonntag haben wir dann die Tags gefilmt. Also bei mir den Auf immer gejagt Tag und bei der Steffi den Make-up and Books Tag. Ja, und dann haben wir halt noch mehr gequatscht. Und dann war das Wochenende irgendwie schon ein bisschen rum. Sehr cool, aber auch die Nächte habe ich mit einer WhatsApp-Gruppe verbracht. Und zwar Sonntagnacht und Montagnacht oder späten Abend kam ja Sherlock auf ARD und da hatten wir dann eine schöne WhatsApp-Gruppe gebildet. Ich habe sie mir, habe ja keinen Fernseher und mag BBC-Serien sowieso nicht gern auf Deutsch gucken, weil warum? Außen klingt das so schön. Ich liebe das British English und da habe ich mir die Staffel dann einfach bei Amazon Prime gekauft und habe das halt parallel mit den anderen geguckt und haben dann die ganze Zeit kommentiert und das hat voll viel Spaß gemacht, aber auch da habe ich halt nicht gelesen. So, und was ich aber auf jeden Fall beendet habe, ich glaube am Dienstag im Zuge meiner Lesegruppe war der große Gatsby. Hat ja nur 100, ich glaube 86 Seiten das Buch und 89 und ich hatte 86 Seiten in der ersten Vlogwoche gelesen und dementsprechend erstmal nur 103 Seiten in dem Buch. Und hier geht es ja so ein bisschen um die goldenen 20er in Amerika und eine Gruppe von Freunden oder scheinbar Freunden. Und die so ein bisschen das Leben genießen. Und ich denke mal, der Autor hat es schon geschafft. Ich meine, Fitzgerald schreibt ja sowieso in der Zeit und dafür ist er ja auch berühmt und wird auch gern gelesen. Und ich denke, die goldenen 20er hat er auch gut rübergebracht. Aber in der Zeit herrschten natürlich nicht nur die goldenen 20er, ne? Also es waren nur bestimmte Leute, die tatsächlich genießen konnten diese Zeit, weil es gab genügend nach dem Krieg. Zum Beispiel nach dem Krieg war ja eine Problematik und dann herrschte ja sowieso noch diese ganze Industrialisierungswelle. Also auch die Arbeiter hatten dort nicht immer Spaß am Leben. Und das hat mich am Anfang, von Anfang an schon ein bisschen gestört, dass man halt hier nur die feine Gesellschaft oder die etwas besser situierte Gesellschaft hat. Und dass die zwar im Überfluss leben, aber irgendwie sich ständig langweilen und irgendwie versuchen, die Zeit totzuschlagen und Partys feiern und zu viel trinken und Geliebte haben und Geheimnisse und aus Spaß Hunde kaufen, die sie eigentlich gar nicht richtig pflegen können und lauter solche Geschichten. Und ich fand auch die Charaktere alle unsympathisch, weil die halt so genau das verkörperten, diese Langeweile und sich selbst etwas Besseres fühlten. Was auch noch angesprochen wurde, war so ein bisschen die Rassentheorien. Das war ja gerade in zu der Zeit. Und dass man sozusagen sich über die schwarze Bevölkerung erhoben hat, aber natürlich auch über die Arbeiterbevölkerung. Ich meine, obwohl das ja diejenigen sind,
dieses Land am Laufen halten, aber so ist es halt, ne? Und dadurch wurden mir die schon nicht sympathisch. So, und dann beschreibt eben der Erzähler, wie neben ihm ein Gatsby wohnt, Jay Gatsby. Und der ist so ein bisschen geheimnisvoll. Man munkelt die ganze Zeit über seine Herkunft. Und Gatsby wird einem so ein bisschen sympathisch, weil man das Gefühl hat, dass ihm irgendwie so immer überall mitgespielt wird. Aber trotzdem war er kein Charakter, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und ich fand auch nicht alles gut, was er da fabriziert hat. Ne? Also auch Gatsby nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige mit Gatsby mitgefühlt haben, weil man dann immer mehr in seinen Sog kam und herausfinden wollte, was ist denn mit dem. Und dann war der auch noch verliebt und hat versucht, an die Frau ranzukommen. Da konnte man schon ab und an mit ihm fühlen, aber trotzdem auch er war mir nicht sympathisch. Und im Endeffekt, was ich auch richtig scheiße fand, ich will halt nicht irgendwie zu viel verraten, weil das Buch ist schon zu dünn. Es passiert aber etwas Schlimmes und die Personen, die das, sage ich mal, verbrochen haben, die übernehmen keine Verantwortung dafür und kommen auch einfach so damit davon. Und das hat mich so aufgebracht. Ich dachte, es kann nicht sein. Und ja, fand ich echt einfach scheiße. Also was anderes kann ich nicht sagen. Dort wird jemand überfahren und das war es einfach. So, und ja, der Gatsby hat die Frau auch nicht gekriegt. Das war mir bekannt. Ich denke mal, viele wissen, dass das schon ein dramatisches Werk ist und das ist auch okay. Aber ja, und dass die einfach so damit davon gekommen sind. Und da gibt es auch einen Typen, den Tom, der hat halt eine Geliebte und das ist okay, dass der eine Geliebte hat, aber seine Frau, um Gottes Willen, dass die ja keinen anderen anschaut und all solche Sachen und nee. Also was da zwischenmenschlich alles passiert ist, das fand ich einfach furchtbar und ne, wie gesagt, gut geschrieben. Also ich denke mal, die Zeit bringt es gut rüber und auch diese Dramatik und auch diese Fäulnis, aber ja, fand ich nicht schön, dass dann sozusagen diese Personen am Ende nicht ihr Fett weggekriegt haben, was sie verdient hätten. Ja, ich bin ja schon ein Fan von Gerechtigkeit. So, das habe ich auf jeden Fall beendet, aber wie gesagt, nur 100 Seiten gelesen. Dann habe ich von der Steffi bekommen das Buch von Der Sissi, nur was ich mag. Und da habe ich immer mal Videos auf meinem Kanal, beziehungsweise jetzt das mit den T-Shirts, das ist mir gerade ein bisschen zu viel, das werde ich sicherlich irgendwann noch filmen. Aber wie gesagt, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es nicht. Ich habe einen Job, ich habe genug zu tun und wir wollen ja alle, dass wir mit YouTube Spaß haben. Na, und wenn ich gerade keinen Spaß habe an der Challenge, aber ich denke mal, es werden auf jeden Fall noch Videos kommen demnächst, wenn ich weiß, wie ich sie organisatorisch am besten manage. Und ja, in dem Buch geht es ja darum, dass Sissi von dem Kanal, typisch Sissi, hat für sich selbst entwickelt aus dem Buch von Marie Kondo, Magic Cleaning, das ich auch schon gelesen habe, vor 2 Jahren, glaube ich, hat für sich selbst so eine Art Minimalismus entwickelt, nämlich dass sozusagen in ihrem Haus nur das sein sollte, was sie mag. Und seit 2-3 Jahren hadere ich auch schon ein bisschen damit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe viel zu viel Schnulli und ich fühle mich eigentlich gar nicht so richtig wohl und man kommt halt auch, wenn man mal putzt oder aufräumt, gar nicht so richtig durch, ne? Weil einfach das ist zu viel, es ist einfach zu viel. Ja, ganz schlimm ist halt bei mir der Bürokram, dadurch durch das Studium und dadurch, dass ich Lehrer bin und man halt schon immer diese Unterrichtsvorbereitung sammelt und dann aber neue dazu macht und wo heftet man das ab, dann war ich schon an verschiedenen Schulformen und das ist einfach alles, überall stehen nur Ordner und Lehrbücher rum. Und wo ich halt immer das Gefühl habe, noch ich brauche sie, aber eigentlich ist es mir zu viel und mein Arbeitszimmer platzt einfach nur aus dem Nähten. Und das fällt mir sehr schwer, da voranzukommen. Und ich denke aber, Sissi schafft in ihrem Buch eine wunderbare Motivation, also auch mit den Videos. Und was sie halt nicht bedacht hat, ist Bücher ausmisten. Also ich glaube, sie ist jemand, der wirklich nur Bücher behält, die er sie gut fand. Und was sie auch völlig verstehen kann, aber irgendwie,
So, ich glaube, so als Buchsüchtiger hat man dann noch ein paar andere Probleme und Mechanismen, die im Kopf stattfinden. Ne? So, aber grundsätzlich auch was die Klamotten angeht, macht das Ausmisten Spaß. Und ich habe ja jetzt schon die letzten 2 oder 3 oder 4 Wochen schon ein bisschen hier im Haus gearbeitet und ich habe schon das Gefühl von Erleichterung. Also ich bin schon ein bisschen vorangekommen und man merkt es wirklich. Also vor allem ich, weil ich lebe ja hier. So, und in dem Buch, also eigentlich begleitet sie ja mit ihren YouTube-Videos dieses Buch, aber ich habe eher das Gefühl, dass es anders rum ist, weil die Videos habe ich ja sozusagen zuerst gesehen. Und hier beschreibt sie sozusagen zuerst so ein bisschen, was ist das Konzept von Nur, was ich mag und auch wie kam sie ein bisschen dazu. Und dann hat sie sozusagen alle Challenge-Wochen, also auf dem Kanal gibt es ja ein Video pro Challenge. Und dazu gibt es dann nochmal eine extra Seite. Und das Buch ist zwar sehr fluffig geschrieben, es sind 180 Seiten, man kommt super fix durch, weil große Absätze, große Schrift und so weiter. Und ich weiß halt nicht, ob, also ich weiß, Ratgeber sind teuer, aber für 10 € ist hier eigentlich sehr wenig schriftlicher Inhalt. Aber auf der anderen Seite ist es wieder gut, weil der schriftliche Inhalt, der hier drin ist, der hilft, denke ich mal. Nicht allen, jeder hat so sein eigenes System. Aber als ich das jetzt auch gelesen habe, fühlte ich mich wiederum nicht nur von den Videos, sondern auch von dem Buch motiviert. Ja, jetzt nimmst du dir nochmal die Ecke vor und dann bildest du Häufchen und dann schmeißt du einiges raus und dann hast du wieder einiges weg von der Seele. Ja, fand ich also trotz der geringen Fülle von Informationen dennoch sehr gut. Und ja. Habe ich halt auch wirklich Bock drauf. Ich habe bloß nicht immer Lust, das dann auch irgendwie zu filmen, weil da muss man auf mehr Dinge achten, dass es auch irgendwie nach was aussieht. Und das sorgt dann dafür, dass ich dann wieder keine Lust habe. Ne? Wie gesagt, also da kommen wir, denke ich mal, noch auf einen guten Weg. Stück für Stück. So. Und dann hatte ich noch letzte Woche Freitag ja die Bienen angefangen. Da startete am Samstag unsere Leserunde. Und ich wusste ja, dass ich Samstag dann doch nicht zum Lesen komme. Und am Freitag hatte ich ja die ersten 2 Kapitel gesuchtet. So, und am Montag habe ich mir das wieder zur Hand genommen und da habe ich tatsächlich nur 2 Kapitel geschafft und die 2 Kapitel waren blöd für mich. Und dieses Buch hat dann so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich keine Lust mehr hatte zum Lesen diese Woche, weil ich immer wusste, du müsstest die Bienen lesen. Nee, du müsstest die Bienen lesen. Nee. Genauso wie ich habe meine T-Shirts, ich hätte Bock gehabt, meine T-Shirts auszusortieren, aber ich hätte alles filmen müssen und da wusste ich nicht, was zeigst du jetzt, was zeigst du nicht, hatte ich keinen Bock drauf. Ne? Und so, ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, zumindest für dieses Problem, indem ich einfach ein anderes Buch genommen habe und mir gedacht habe, na, lässt du die Leserunde jetzt erstmal Leserunde sein. Und hier geht es halt um die Biene Flora und am Anfang erlebt man, dass sie ein bisschen zu groß ist und dass sie deswegen in dem Bienenstock nicht so gut ankommt und am Anfang hat man sehr das Gefühl, dass es richtig gut recherchiert ist, wie die Bienen kommunizieren mit den Düften und den Wegen auch und den Aufgaben in dem Bienenstock und aber nach und nach, besonders die 2 Kapitel, die ich am Montag gelesen habe, die waren voll vermenschlicht und die waren voll Banane, weil die Flora, die kann plötzlich irgendwie alle möglichen tollen Dinge und das ist ja das, was in Jugendbüchern schon manchmal ein bisschen nervt, ne? Dass die Protagonistin dann irgendwie so ganz toll ist, ne? Und wo ein bisschen weniger mehr gewesen wäre und das auch noch als Biene, also was die Biene dann alles kann, sorry. Und dann wird es immer vermenschlicht, also ja, hier habe ich halt so richtig viel mir markiert, dass die irgendwie in die Kantine gehen, um Treibstoff, also Honig, um Treibstoff in sich aufzunehmen. Und es gab eine Zange voll Honig und eine dicke Scheibe Pollenbrot. Und jedes Atom Treibstoff war kostbar und Tratsch war Kraftverschwendung. Sie haben also nicht getratscht. Und dann ist etwas passiert in Floras Leben, was eigentlich total wichtig ist. Und die ganze Zeit heult sie rum, dass es total wichtig ist. Aber sie macht nichts dagegen. Und dieses Rumgeheule mag ich ja auch in Jugendbüchern schon nicht. Und dann aufgehört hatte ich, glaube ich, sie hat dann irgendwo auch noch geschluchzt. Die Biene hat dann
herzergreifend geschluchzt. Und da hatte ich sowas von keine Lust mehr. Weil am Anfang fand ich das so gut in dem Bienenstock und mit den Aufgaben. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist mit der Flora? Warum, sie ist ja nun irgendeine Art Missgeburt oder aus einem anderen Genstock. Und was ist denn jetzt, ne, mit ihr und mit ihrem Schicksal? Und aber jetzt... war ich da völlig raus. Und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mit dem Buch anzufangen. Also ich habe von Seite 125 bis Seite 172 gelesen. Es müssen 17 Seiten sein. Ich glaube, die Steffi hat sogar abgebrochen. Ich finde es halt schade. Und außerdem, ich will irgendwie immer noch wissen, wie das Ganze sozusagen ausgeht, weil man auch, der Bienenstock wird von einer Gefahr bedroht, wie das Ganze sich auflöst. Aber ja, die zwei Kapitel haben es mir eigentlich so komplett versaut. Und ja, und da hatte ich ja wirklich zu tun, dass ich irgendwie also jeden Tag meinen Gatsby-Abschnitt gelesen habe. Und auch typisch Sissy, was ja total schnell geht. Man kann dieses Buch innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, weglesen, weil es halt so fluffig ist. Dass ich da immer so ein paar Kapitel gelesen habe und ja, und da lagen halt immer noch diese blöden Bienen rum. Und das Ganze hat diese Woche immer so ein Fluss von keine Lust in mir entwickelt. Und ja, was ich dann noch ein bisschen gehört habe, war wieder mein Hörbuch. Da habe ich ja letzte Woche komplett gesuchtet, das ganze Hörbuch Der Ruf des Kuckucks. Das war eine 16-Stunden Hörzeit und dann hatte ich ja auch von der Fortsetzung der Seidenspinner auch schon 8 Stunden gehört. Und bei dem Seidenspinner habe ich jetzt noch, ich glaube, 2,5 Stunden. Ich habe heute früh zum Frühstück 1/2 Stunde gehört. Und ich hatte dann mehr Lust, dieses Hörbuch wieder zu hören. Also ich habe es nicht so gesuchtet wie letzte Woche, weil ich mir das ein bisschen mehr einteilen wollte. Aber ja, mehr Lust, Hörbuch zu hören, als zu lesen. Und das fühlt sich aber schon in meinem Inneren wieder so an wie, was ist denn los? Warum liest du nicht? So, und da habe ich dann im Endeffekt am Mittwoch mir gedacht, dann schnappst du dir einfach New Adult. Ja? Schnappst du dir einfach wieder leichte Lektüre, Kerl, Frau, lern sich kennen, Spannung, Bäm, Fertsch. Ich habe das retardierende Moment vergessen, was meistens peinlich ist. Aber vielleicht hilft es. Und ich hatte ja, ich habe einige gerade auf meinem Rezensionssub sozusagen von NetGalley, da gibt es immer mal E-Books. Kann ich euch dann hier, oder hier ist glaube ich ganz gut einblenden. Ich habe nämlich jetzt rausgekriegt, wie ich mit meinem Schneidprogramm tatsächlich Bilder einfüge. Und zwar nicht das Bild anstelle des Videos, sondern tatsächlich, wie ich es einfügen kann. Halleluja! Lange hat's, ich glaube, 1 Jahr, anderthalb Jahre hat es gedauert, nee, 1 Jahr und 1 Monat, bis ich es geschafft habe, herauszufinden, wie ich Bilder einblenden kann. Halleluja! Ja, freut mich sehr. Und zwar habe ich von Christina Lauren Beautiful angefangen. Und das ist, glaube ich, der 5. und abschließende Band dieser Beautiful-Reihe. Und den hatte ich immer mal, also die Reihe hatte ich immer mal als Rezensionsexemplare von Blog Dein Buch. Und das erste Buch, Beautiful Bastard, das ist auch der erste wirklich Band der Reihe, den fand ich mäßig. Und den zweiten, das war glaube ich entweder Beautiful Player oder Stranger, ich verwechsel das immer, fand ich okay. Und dann eben den dritten, was aber ich glaube in Wirklichkeit der 4. Band der Reihe ist, ich glaube, Stranger war es. Fand ich mega. 5 Sterne, dachte ich mir. Boah, das war ein richtig spannendes Buch, ohne dieses ganze peinliche Gedöns, was ich eben bei diesem Genre nicht so gut fand. Und dann habe ich aus der 9. Reihe Wild Things oder so, hatte ich gelesen Dirty Rowdy Sing. Und ich glaube, mit dem Buch startete auch letztes Jahr mein erster Vlog oder mein zweiter, und da wollte ich auf jeden Fall dieses Buch lesen. Und ich glaube, für dieses Buch habe ich Monate gedauert, weil das so grottenschlecht war. Und da hatte ich eigentlich gesagt, ich möchte nie wieder ein Buch von Christina Lauren lesen. Und das ist ja ein Autorenduo und ich weiß immer nicht, ob die alles zusammenschreiben und zusammen plotten oder ob halt die eine die Idee für das eine Buch hat und die andere die Idee für das andere Buch. Und ob die sich sozusagen abwechseln mit dem Schreiben eines Buches. Aber manchmal haben die so Bücher,
wo man zwei Protagonisten hat, die man mag, die man gut findet, wo man sich die ganze Zeit freut, wie sie sich kennenlernen, wie sich die Spannung aufbaut, ne? Das, was Frau halt so lesen möchte. Und dann haben die manchmal so Bücher, wo die Protagonisten beide, mindestens einer davon, scheiße ist, wo die sich die ganze Zeit übelsten Mist an den Kopf werfen, um halt dann ganz tollen Sex zu finden, den ich aber den nicht abnehmen kann, weil die einfach nur plemplem im Kopf sind. Und also, ja. Und zum Schluss ist es natürlich die große Liebe und dann bekommen sie 5 Kinder. Also zumindest mittlerweile weiß ich, dass die Protagonisten alle Kinder haben. Und ja, mich nervt das aber. Also wenn sich Protagonisten nicht ein einziges Mal was Nettes zu sagen haben, sondern die ganze Zeit sich übelst ankäsen, und zwar nicht das Flirty-Ankäsen, ne, sondern wirklich schlimme Dinge an den Kopf hauen, und dann kommen die irgendwie zusammen, dann kann ich damit einfach nichts anfangen. Das ist einfach Käse und ich weiß auch nicht, ob so eine Beziehung funktionieren sollte, wenn man den Partner halt irgendwie so gar nicht zu schätzen weiß. Ja, aber Hauptsache er ist anziehend. Na, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist sicherlich die Basis für eine langjährige Beziehung, wo man dann auch noch 3 Kinder in die Welt setzen sollte. Ja, wobei die Autoren haben das ja jetzt so gelöst, dass aus dem ersten Band, Beautiful Bastard, seit die Zoe, nee, wie heißt sie? Ich weiß es nicht. Seit die schwanger ist, ist die jetzt plötzlich ganz anders. Ja, das ist ja schön, aber gut, wie auch immer. Auf jeden Fall wollte ich kein Buch mehr dieser Reihe lesen, und aber irgendwie hat es mich dann doch wieder gepackt. Ich habe Beautiful gesehen, ich habe den Klappentext gelesen bei Ned Kelly und dachte mir, willst du es dich nochmal versuchen? Und ich finde es echt gut. Ich habe da am Mittwoch 40% gesuchtet, gestern hatte ich nicht ganz so viel Lesezeit. Da war ich auf einer ganztägigen Exkursion mit meinen Kids. Und da habe ich, glaube ich, 16% gelesen und insgesamt macht das 56%. Das heißt, ich habe an 2 Tagen 170 Seiten gelesen. Und das ist ja schon mal keine Leseflaute mehr, ne? Und ich habe auch heute richtig viel Bock, dieses Buch weiterzulesen. Es macht richtig viel Spaß, wie die zwei Protagonisten sich da annähern und eine Lösung für das Problem finden, was sie haben. Es gibt ja immer irgendein Problem. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinem Marathon, meiner Marathon-Idee für heute. Ich habe, wie gesagt, frei. Es ist kurz nach 8 und ich hatte ja, ich glaube, vor 2 Wochen diese 24-Stunden-Challenge, jeden Tag 8 Stunden Lesezeit, weil sie wirklich heavy war, aber man schafft da so viel und da war ich ja total im Lesefieber und das möchte ich gern heute und auch nur heute nochmal durchziehen, denn am Wochenende habe ich richtig viel für die Schule zu rocken. Ich habe da viel zu tun, Klassenarbeit zu schreiben, zu korrigieren und Unterrichtsvorbereitung zu machen. Und dann muss ich noch für unsere Homepage ein bisschen was machen. Und das wird, denke ich mal, recht viel Zeit und Kraft kosten. Und heute ist deswegen Lesemarathon angesagt. Und ich möchte aber kein großes Tamtam machen, keine Ankündigung auf dem Kanal mit Updates und so weiter und so fort, sondern ich sage es euch sozusagen jetzt und dass ich ganz viel lesen möchte und morgen bekommt ihr dann hier in diesem Format auf dem Blog das Update sozusagen, habt ihr dann trotzdem etwas von dem Marathon und könnt zumindest jetzt ganz kurz mitfiebern mit mir, weil ihr ja nicht wisst, was passiert. Und aber ich denke mal, das verschafft mir die Zeit und die Ruhe, heute richtig schön zu lesen, ohne mich noch um irgendwas kümmern zu müssen. Ja, und zwar möchte ich lesen zum einen die restlichen 44% von Beautiful. Darauf freue ich mich schon sehr. Wenn ich also jetzt auf Seite 170 bin, 304 hat, das heißt es, ich habe noch 134 Seiten vor mir. Darauf freue ich mich mega. Und ich möchte die Bienen lesen. Ja, da bin ich jetzt auf 172, das Büchlein hat 142 bin ich. 343 sind also 200 Seiten. Ich möchte mich dort durchkämpfen, ich möchte das abhaken diese Woche. Wirklich. So, und dann hatte ich noch 2 Bücher, die ich jetzt nicht mitgebracht habe, also die ich nicht beide lesen möchte, aber eins von beiden wird es sicherlich. Das eine ist Resident Evil Tor zur Unterwelt, das ist der 4. Teil. Den hatte ich halt vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal angefangen, 44 Seiten.
Und das mag ich eigentlich nicht so, wenn Bücher besonders auf so einer geringen Seitenanzahl angefangen sind und dann liegen die erstmal. Und das andere Buch, das hat mir aber Steffi ausgeliehen, ist Die Brut, ein Thriller mit so Spinnen, Viechern und so Expeditionen, glaube ich. Und darauf habe ich richtig viel Bock, aber wie gesagt, Resident Evil habe ich angefangen. Eins von beiden wird es, ist ja beides so spannend und so ein bisschen Thriller-mäßig und ein bisschen Horror-mäßig. Und ich glaube, eins von den beiden Büchern wäre dann die perfekte Ergänzung zu Die Biene. Ja, so dass ich sozusagen mindestens zwei Bücher heute noch beende. Da sind sie weg und abgehakt und zumindest am Beautiful werde ich, denke ich mal, meinen Spaß haben, obwohl ich schon so ein bisschen vermute, dass wie immer das retardierende Moment das ist, was so ein bisschen peinlich wird. Aber vielleicht überrascht mich das Buch ja noch. Ja, aber ich denke mal, 4 Sterne können das auf jeden Fall werden. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine tolle Lektüre mit 4 Sternen in diesem Genre. Ja, was mit Die Bienen ist. Ich hoffe, das auch holt sich jetzt noch ein bisschen und wird nicht weiter so komisch. Also momentan ist es richtig arg vermenschlicht und hat mir halt, wie gesagt, keinen Spaß gemacht. So, das ist das Ziel. Und ich werde wieder die Zeit tracken. Ich denke mal, ich weiß ja nicht, ob ich mich trauen sollte, dass ich mir wieder 8 Stunden reine Lesezeit vornehme. Ich zeige euch nochmal meinen Tracker. Das heißt, a time logger. Nein, ich möchte das jetzt nicht raten. Ach, kann man da überhaupt was sehen? Also ich sehe gerade nichts wegen Licht. Und da ist, glaube ich, hier das Buch. Und wenn ich da draufklicke, da fängt er an, meine Lesezeit zu tracken. So. 4 Sekunden sind jetzt schon weg. Ja. Aber ich denke mir, 8 Stunden sind eigentlich realistisch. 8 Stunden reine Lesezeit. Ja, ich mache das einfach. Ich sage, ich möchte 8 Stunden lesen und morgen erfahrt ihr definitiv mehr, wie viel Zeit es geworden ist, ob ich die 2 Bücher gelesen habe und geschafft habe und welcher Thriller es geworden ist. Ansonsten bis später. Tschüss! Hallo ihr Lieben. Tja, ich war in meinem letzten Video irgendwie ein bisschen unterbelichtet und ich glaube, das lag nicht nur am Licht, sondern ich habe auch viel Käse erzählt. Ich habe, glaube ich, vom Gatsby massiv gespoilert in meinem Redefluss. Dann habe ich irgendwie von den Bienen erzählt. Ich hätte nur 2 Kapitel gelesen, dabei waren es 2 Abschnitte. Und dann noch zu der Beautiful-Reihe, die ich vergessen habe, mir ranzuholen. Ist ja auch egal. Ich habe tatsächlich schon die ganze Reihe gelesen und Band 1 war Beautiful Bastard und dann kommt, glaube ich, Beautiful Stranger, Beautiful Player und mein Lieblingsband ist nämlich Beautiful Secret, Band 4. Keine Ahnung, wie viel Stuss ich da zusammen geredet habe und ich habe auch vergessen, mir mein Handy hinzulegen. Das ist eine Vorbereitung heute. Naja, ich habe auf jeden Fall, das Einzige, was ich euch auf dem Handy zeigen wollte, war die Lesezeit, heute ist übrigens schon Sonntagmorgen, auch wieder kurz nach 8. Und ich hatte gestern keine Lust zu filmen und auch keine Zeit. Ich saß nur am Schreibtisch und habe hier auch viel Schulkram zu erledigen. Und ja, ich habe am Freitag 3 von 4 Goals geschafft. Bin ich auch sehr zufrieden. Ich habe geschafft, dadurch, dass ich es gerade gefilmt habe für das Bild, kann ich euch das gleich mal hier zeigen. Ich habe Beautiful komplett gelesen, so wie ich das ja vorhatte. Und da waren ja noch offen 134 Seiten. Die habe ich gelesen und ich fand das Buch echt gut. Also so 4 Sterne gut. Ist jetzt nicht, ne, also so vom Prickeln her ist es nicht so gut wie Beautiful Secret. Aber wir haben die Protagonisten Pippa und Jensen und ich glaube, wichtig ist zu wissen, das habe ich gerade nochmal, als ich mir die Leseprobe auf den Fire geladen habe. Ich habe das ja von NetGalley als Rezensionsexemplar. Da habe ich schon die erste Rezension gesehen, wobei ich mich immer frage, wie die das machen, weil es kommt am 12.06. raus. Ich konnte noch keine Rezension bei Amazon hochladen, aber eine ist auf jeden Fall schon da. Ich weiß es manchmal nicht. Naja, und es waren nur 2 Sterne und die Rezensentin hat geschrieben, naja, sie wusste nicht, dass es der abschließende Band ist. Ich dachte aber, es stand dort irgendwo. Und
man hat halt nicht nur die Geschichte von Pippa und Jensen, sondern man hat eben noch diesen ganzen Freundeskreis. Und das ist ja der, der aufgebaut wurde in der ganzen Reihe zuvor. Dass man im ersten Band hat man, glaube ich, Chloe hieß sie und Bennett, das sind die, die ich nicht mochte. Oh Gott. Dann in meinem Lieblingsband, im Beautiful Secret, hat man Ruby und Neil und dann hat man, glaube ich, noch Sarah und Max, das müsste Band 2 sein. Und Band 3 ist Ziggy und Will? Ja, und ich bilde mir halt ein, dass, also man kann die Bücher ohne alles lesen, aber besonders im letzten Band hat man halt viel den Einfluss der Freunde, weil man hat am Anfang die Pippa und sie erwischt ihren Freund im Bett mit einer anderen, wie das so ist, diese berühmt-berüchtigte Mittagspause. Man kommt mal nach Hause, obwohl man eigentlich den ganzen Tag unterwegs wäre und bäm. So, und die braucht quasi einen Tapetenwechsel, arbeitet in London und wird von ihren Freunden eingeladen nach Amerika und die machen zusammen, ich glaube die aus Band 3, also Will und Ziggy, machen zusammen ihre Flitterwochenreise. Und zwar wollen sie sich eine Woche lang Weingüter anschauen und sich da durchtrinken sozusagen. Und dann noch eine Woche in einem eher abgelegenen, in einer Holzhütte. Und da kommen eben Freunde mit. Und zwei aus dem Freundeskreis sind jetzt hochschwanger. Ich glaube Band 1 und Band 2. Na, also die Chloe und die Sarah sind, glaube ich, schwanger. So, und die Protagonisten aus Band 3, die jetzt Flitterwochen machen, der Will ist eben der beste Freund von dem Jensen, um den es im 5. Band geht. Und der Jensen ist auch der Bruder von Ziggy, so haben die sich sozusagen kennengelernt im 3. Band. Und die Pippa ist eine sehr gute Freundin von der Ruby, um die es im Band 4 geht. Und man merkt schon durch das Gefüge, was ich hier gerade versuche aufzubauen, es hilft tatsächlich, wenn man die anderen Bände bereits gelesen hat, weil eben diese Freunde massiv auftauchen und da auch viele Verquickungen und die machen halt auch Witze über sich selbst, beziehungsweise zum Beispiel über Chloe und Bennett, die gerade halt hochschwanger sind und deswegen Bennett total panisch immer irgendwelche WhatsApp-Nachrichten schickt. Und ich glaube, der ganze Witz entfaltet sich erst, wenn man diese Leute dazu auch kennt. Und selbst ich hatte ein bisschen zu tun, weil ich habe die Reihe ja, glaube ich, über 2 oder 3 Jahre gelesen und musste da auch erstmal für mich auseinanderpuzzeln. Wer war jetzt nochmal wer und zu wem gab es jetzt eigentlich welche Geschichte und welche Charakterzüge hatten die? Das war natürlich ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, bei Band 4 ist halt dieses prickelnde Vorspiel zwischen den Protagonisten insgesamt am coolsten gewesen. Und aber Pippa war mir ultra sympathisch, die ist total verrückt, hat total krasse Klamottenkombinationen an und auch noch immer bunt gefärbte Haare. Ich fand die total fantastisch und ja, und die sitzt in einem Flugzeug am Anfang sozusagen neben Jensen, trinkt Alkohol, sitzt erster Klasse, trinkt dort ihren Champagner und fängt an sozusagen ihre ganze Lebensgeschichte vor ihm darzulegen und ja, das entwickelt sich zwischen den beiden total peinlich und dann kommt eben eine Kindergeburtstagsparty, nämlich die, ich glaube, von Sarahs Kindern oder so und die hat ja schon 3 und dort treffen sich sozusagen alle Freunde und freuen sich über diese Weingut-Tour und der Jensen erzählt eben seiner Schwester Ziggy, ja, im Flugzeug saß da eine total Verrückte neben ihm, die da peinlich ihre ganze Lebensgeschichte dargelegt hat und die kommt dann. So, und das ist sozusagen der Aufhänger für diesen Band, dass die zwei sich schon kennen und jetzt halt nicht die besten Startbedingungen hatten und die zwei Singles aber mitgeschleppt werden zu dieser Weintour und sich dann langsam was entwickelt. Eigentlich gut gemacht, wie gesagt, mir war die Pippa, ich verwechsel die so oder Ziggy, ich werde noch wahnsinnig, sehr sympathisch und ich habe das sehr gern gelesen. War ein bisschen, der Jensen trifft halt dort auf der Weintour seine Ex-Frau und naja, die war irgendwie blöd und hat sich immer überall eingemischt, weil die halt 8 Jahre zusammen waren und die eigentlich so die Freunde kennt und so weiter und so fort, aber irgendwie sie ihn dann trotzdem halt sitzen lassen und sich immer überall wie so ein Teebeutel reinhängen muss. Oh, die ging mir ultra auf die Nerven. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
Wenn keiner jetzt Zeit mit ihr verbringen möchte, warum sagt ihr das nicht mal irgendwer? Naja, gut. Retardierender Moment war aber nicht peinlich und ja, war insgesamt gut. Schöner Abschluss und vor allem zum Schluss hat man nochmal einen Epilog zu jedem Paar. Ne? Also sozusagen, wie das mit einem ausgegangen ist zum Schluss und da kommt dann auch ein Kind zur Welt. Ja, insgesamt gut gemacht. Hat mich gut unterhalten am Freitag und was ich am Freitag tatsächlich auch geschafft habe, Goal Nummer 2, ich habe die Bienen beendet. Das waren ja 201 Seiten, die ich noch zu lesen hatte. Und das habe ich gerockt, das ist aber ganz schön knapp geworden. Ich glaube zwischendurch hatte ich mal noch 20 Seiten in Resident Evil gelesen, war aber sozusagen zu vernachlässigen. Ich komme in dem Band gerade nicht so voran, was bei für Resident Evil für mich ja eigentlich total neu ist, aber gut. Ich habe mich dann gezwungen, die Bienen durchzuziehen und wobei ich dann Lust hatte, mir Bienendokumentationen anzuschauen. Deswegen habe ich nämlich einen Goal sozusagen nicht geschafft. Ich habe nur 7 Stunden Lesezeit, ein bisschen über 7 Stunden Lesezeit. Ich habe halt wie eben mein Handy, liegt glaube ich noch drüben am Rechner. Und bei A habe ich zu Beautiful gleich eine Rätsel geschrieben. Das war sozusagen ein Goal, den ich gar nicht geplant hatte. Also sozusagen auf meinem Blog, dass das gleich abgefrühstückt ist. Und dann habe ich mir halt noch Bindokus angeschaut, die ich noch um einiges spannender fand als dieses Buch. Naja, also ich habe ja schon am Freitag einiges dazu gesagt. Flora ist in diesem... Das ist ein komisches Zeichen auf der Kamera. Ich weiß nicht, was es tut. Merkwürdig. Gut, das nimmt auf jeden Fall auf. Die Flora ist halt irgendwie was ganz Besonderes und tut auch ganz besondere Dinge und kann besonders lang fliegen, mehr als andere. Sie kann mehr schleppen als andere, weil sie ein bisschen größer ist. Sie lebt irgendwie länger als andere. Also ich habe mir dann in Dokus angeschaut, wie alt Bienen eigentlich werden. Mal von der Königin abgesehen. Ha, also, ja, also Flora ist halt was ganz Besonderes und das fand ich ganz schön over the top. Und das Ende, ja. Es hat auf jeden Fall seine spannenden Momente und hat bei mir die Bienenfaszination geweckt. Ich wollte dann am Freitag auch spontan Imkerin werden oder mir das mal so angucken. Und ja, weil ich mich dann halt in diesen Dokus festgefressen hatte des Nachts. Habe ich auf jeden Fall beendet. Halleluja. Und mit Resident Evil und allem drum und dran waren es 361 Seiten. Und ich habe jetzt nochmal geschaut. Die restlichen 6 Tage der Woche hatte ich 470. Also für 7 Lesestunden sind 361 Seiten nicht so viel. Ich glaube, das waren 50 Seiten pro Stunde. Was ja schon recht wenig ist. Aber ich glaube, ich habe mich bei den Bienen recht oft ablenken lassen und irgendwas anderes gemacht. Obwohl ich eigentlich immer Stopp drücke. Aber wenn man ständig im Kopf abgelenkt ist, dann liest man halt nicht so flüssig. Ja, das waren dann insgesamt 831 Seiten für diese Woche. Und ich habe sozusagen noch den Goal geschafft, den ich so leicht angesprochen hatte. Ich habe ja den Seidenspinner. Habe ich ja in der Vlogwoche davor 8 Stunden gehört oder ein bisschen über 8 Stunden, das hat ja auch 16 Stunden, von Robert Galbraith, also der zweite Teil der Cormorant Strike Reihe. Und da hatte ich am Freitagmorgen eine halbe Stunde gehört und hatte am Freitag noch 2,5 Stunden. Und die 2,5 Stunden, die habe ich tatsächlich gehört und zwar nicht in dieser getrackten Lesezeit, weil ich habe Hörbuch gehört, als ich Abwasch gemacht habe. Also ich, während ich gefrühstückt, ach das war ja schon weg, während ich Mittagessen vorbereitet habe, Mittag gegessen habe, Abendessen vorbereitet, ne, ja, könnt ihr euch vorstellen. Und ja, habe ich auch beendet und habe dementsprechend dann doch 3 Bücher beendet an diesem Tag und war echt super. Ich habe mir Band 3 jetzt noch nicht geholt als Hörbuch. Ich warte erstmal, weil es gibt ja dann erstmal nichts. Und ich habe jetzt noch 2 Hörbücher auf dem Sub, nämlich Elfen. Mehr ist, glaube ich, der 3. Teil von Sabrina Kunai und Inferno von Dan Brown. Auf beide Bücher habe ich keinen Bock und bei Inferno quäle ich mich gerade durch. Ich finde die Geschichte merkwürdig und der Sprecher gefällt mir auch nicht so sehr. Aber gut, das war meine Blogwoche und da kann ich euch noch was ganz Tolles erzählen. Ich war nämlich gestern in der Post und habe voll liebe Post bekommen von der Maria.
Sie bedankt sich sozusagen bei Steffi und mir, dass wir Leserunden organisieren. Und das war total krass, weil ich hatte gerade Steffi am Telefon. Und ich so, ja, ich habe ja irgendwie Post gekriegt und die ist so total merkwürdig zugeklebt. Da waren immer dieses bunte Washi-Tape und alles. Ne? Also man hat sozusagen gesehen, dass es private Post ist. Und ich so, Steffi, ich muss das jetzt mit dir aufmachen. Und da war dann halt auch ein ganz lieber Brief drin und es ging halt an Steffi und mich. Und zwar hat die Maria uns A Silent Voice 1 war schon richtig, 1 und 2 zugeschickt. Und das ist sozusagen für Steffi und das ist für mich. Und ich finde das total niedlich gemacht. Und dazu auch noch selbstgemachte Lesezeichen. Ich finde die ultra schön. Ich habe noch nie so aufwendige Lesezeichen selbst gemacht. Also ich glaube, als Leseratte macht man früher oder später sowieso mal Lesezeichen, aber die sind echt mega. Und ach, das ist alles spiegelverkehrt. Das hier ist so ein bisschen Game of Thrones mäßig mit Zitaten. Das ist für mich. Und das mit der Baker Street und dem Sherlock Holmes, I am Sherlock, das ist für die Steffi. Und das werde ich ihr auf jeden Fall noch zukommen lassen. Und ja, bin total happy, dass ich das gestern ausgepackt habe. Und das kann man ja auch noch erwähnen. Vielen Dank, Maria, wenn du das guckst. Oh, ich war so happy. Ich habe dann so Steffi... Ihr wisst ja sicherlich, wenn dann so diese Stimmlage nach oben geht. Steffi, wir haben Post. Ja, peinlich. Aber gut. Das war auf jeden Fall mega cool. Und halt auch so unerwartet. Ne? Ja, war sehr schön. Und freue ich mich auch schon, das zu lesen, diese Woche dann, also die nächste Blogwoche, geht es auf jeden Fall los. Weil ich hatte nämlich sowieso jetzt die Woche überlegt, ach, du müsstest dir jetzt eigentlich mal so Band 2 besorgen. Und ich bin echt froh, dass ich ihn mir nicht gekauft habe, weil ich war schon so kurz davor, weil ich echt gespannt bin, wie diese Geschichte weitergeht. War einfach bombastisch. Also Silent Voice habe ich ja 5 Sterne vergeben. Ja, so. Das war's für diese Blogwoche erstmal. Ich drehe jetzt noch das... Leserunde gefällig, gemeinsam lesen im Juli und werdet ihr dann auch die Woche sehen. Ich halte euch mal kurz den Klopper hoch. Spoiler, 1500 Seiten. Ja, wir lesen das jetzt im Juli und ich habe auch schon viele Interessenten gefunden und das passt eigentlich auch ganz gut, weil bei die Spiegelstadt gibt es noch nicht als Taschenbuch. Oh, das ist ja so teuer. Also ich weiß, man kann es gebraucht kaufen oder über Arwell, aber ich habe halt die ersten 2 als Taschenbuch und das Kindle kostet auch 20 Euro. Ja, deswegen lesen wir jetzt erstmal S und ich denke mal, das ist auch eine ganz coole Sache. Mein erster King nach 12, 13 Jahren oder so. Und dann halt S. Ich habe ja schon ein bisschen Angst, aber deswegen lesen wir dann gemeinsam. Film ich gleich und ansonsten wünsche ich euch dann erstmal einen schönen Sonntag, wenn ihr es jetzt gleich am Sonntag schaut oder eine schöne sonnige Woche und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!